Hallo und moin, ich bin's wieder, eure Anne Hilde. Ja, ab geht's in die nächste Herbst-Deko-Runde. Heute mit runden Mooskugeln und Kugeln aus anderen Materialien gewickelt, denn da kann man eine richtig tolle, leuchtende Deko rauszaubern. Aber bevor wir so richtig durchstarten mit unserer Herbstdeko, möchte ich euch zeigen, wie man solche Kugeln herstellt. Das ist total einfach, easy peasy. Man kann die natürlich selber kaufen. Klar, ja, selber kaufen ist logisch, aber man kann sie natürlich kaufen, irgendwo auch bei uns im Gartencenter oder im Bastelgeschäft. Aber selber machen ist die Devise, denn das macht am meisten Spaß. Und das ist ja auch das Tolle an einer Deko, wenn man ganz, ganz viel selber gemacht hat. So, was brauchen wir dafür? Einfach nur Bichi-Papier. Ihr könnt Zeitungspapier nehmen oder jetzt zum Beispiel hier, ich habe jetzt ein bisschen Packpapier genommen, was wir bei uns im Geschäft zum Einpacken nehmen. Und da knüdeln wir uns einfach eine kleine Kugel zurecht. Ihr seht schon, das war es eigentlich schon. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel Stacheldraht. Stacheldraht ist auch immer richtig schön für jede Herbstdeko. Ihr könnt Moos nehmen, ihr könnt Blätter nehmen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und wenn ihr im letzten Jahr meine Videos geschaut habt, da haben wir ja auch schon mal ein paar Kugeln hergestellt, dann wisst ihr das sicher auch noch. Aber man muss immer wieder mal alles so ein bisschen in Erinnerung rufen. Ne? Also bei mir ist das so. Ich vergesse auch viele Sachen. Wie, ach ja, hast du auch schon mal gemacht. Ist ja total locker. So, schaut mal. Jetzt nehmen wir einfach mal Stacheldraht und legen das so drumherum. Jetzt in diesem Fall benutze ich jetzt mal Schmuckdraht in Silber und wickel einfach drumherum. Und ihr könnt gucken, wie groß will ich meine Kugel machen. Und ihr seht ja, wie schnell das geht. Das ist eigentlich ganz, ganz locker. So, wie groß will ich meine Kugel eigentlich machen? Und ja, dann könnt ihr loslegen und erstmal richtig in die Kugelproduktion gehen. Man kann ja mit Kugeln ganz viel machen, ne? Und dass das auch als Kerzenständer dient, das wusstet ihr bestimmt auch schon, nicht? Ich zeige euch das. Kugel fertig und das Ende von dem dünnen Draht verhakeln wir hier jetzt einfach. Ansonsten hängt das immer irgendwo schräg bei raus und das muss ja nun nicht sein. So, das kann man das so ein bisschen zusammendrücken. So, und wie gesagt, Kugeln können wir aus verschiedenen Materialien machen. Ich finde, Stacheldraht ist super schön, trocknet richtig gut weg und das bleibt wirklich lange, lange so schön. Und wenn die Weihnachtszeit kommt, ein bisschen weißes Spray rüber und dann haben wir gleich eine schöne Schneekugel. Aber für alle die, die auch gerne was stecken möchten, gibt es ja auch diese Styroporkugeln. Da kann man natürlich auch mit Blättern schön drumherum und patenthaften reinstecken. Ne? Also das ist auch ganz schön, kann man das machen, abwechslungsreich, ein richtiges Muster machen etc. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber wir starten jetzt mal mit unseren tollen Stacheldrahtkugeln. So, jetzt möchte ich natürlich, dass die Kugel auch schön stehen bleibt. Und da habe ich mir überlegt, dann nehmen wir jetzt unten einfach so einen Pinholder rein. Den kann man da so reinstecken. Und da habe ich mir so ein kleines Stück runde Pappe ausgeschnitten. Bisschen Heißkleber drauf. Und ihr seht auch gleich, warum ich das mache. Man kann natürlich die Kugel so drücken, dass sie dann ja unten ziemlich platt ist und stehen bleibt. Aber weil ich jetzt hier oben einen Kerzenhalter draufstecken möchte, so, jetzt muss ich gucken, ob ich hier auch durchkomme. Da muss man natürlich auch so ein bisschen bohren und gucken, dass es passt. Ja, kriege ich es hin. Ja. Ja, sitzt. So, und dann hat man die Kugel auch richtig schön rund. Ansonsten wird sie auch so eierig und das finde ich dann nicht so schön. Und sie bleibt auch ganz gut stehen so. Und ja, die Pappe sieht man fast gar nicht. Kommt ja eh noch gleich auf ein tolles Tablett, wo wir noch so ein bisschen rumdekorieren. Und das sieht dann total toll aus. Also die Kugel steht jetzt richtig schön fest, also sie wackelt nicht mehr so tüchtig hin und her, denn der Kerzenhalter da oben, der ist aus Metall und der hat ja auch noch so eine gewisse Schwere. Und wenn dann so eine leichte Kugel, die aus Papier gewickelt ist, die ist ja total leicht, dann kann es auch mal hin und her kippeln. Und das wollen wir natürlich nicht, wegen der Brandgefahr. So, jetzt wollen wir da oben natürlich auch noch ein Kerzchen reinstecken. Und ganz oft ist es so, dass bei diesen Haltern die Öffnung, ja, die haben so eine Normöffnung für Kerzen, aber manchmal sind die natürlich auch ein bisschen dünner und das passt sich so rein. Früher hat man sie angezündet, Wachs rein und reingeklebt. Aber ich habe ja mein Spezial-Klebekit. Da braucht es bloß was. Das klebt wirklich total verrückt. Also nur so ein kleiner Knibbel, der kommt da unten jetzt drunter unter die Kerze. Das machen wir übrigens bei uns im Gartencenter auch ganz viel, wenn wir so Gestaltung machen. Und ihr seht, hält.
steht schön gerade. So, jetzt soll es natürlich schön dekoriert werden. Und wo machen wir es drauf? Auf tollen weißen Tablett. Ich habe mir überlegt, das passt so richtig schön zu der Stacheldrahtkugel. Und stellen die schon mal hier einfach so in der Mitte drauf. Aber am Ende habe ich auch noch eine richtig schöne, naturhafte Gestaltung. Da könnt ihr schon gespannt sein. So, aber wir fangen jetzt oder machen jetzt hier erstmal weiter. So, und ich habe mir überlegt, also ich finde das ja richtig toll. Momentan ist ja so ein bisschen schwarz, ganz in schwarz-weiß mit ein bisschen Natur kann man das auch ganz, ganz toll kombinieren. Und da habe ich mir überlegt, das müssen wir heute mal unbedingt machen. Und diese Windlichter, die finde ich total toll. Die sind so ein bisschen Boho-Style und da kann man, wie ihr seht, ja ganz viele Stilrichtungen mit jetzt vereinen. Ne? Natur, modern, Boho. Hier schon mal so ein bisschen Granulat reingepackt, damit natürlich das Kerzen- oder die Teehalter da nicht hin und her wackelt. Und das stellen wir jetzt einfach so daneben. Was haben wir denn noch Schönes? Man könnte natürlich jetzt auch so eine einzelne Kerze so mit draufstellen, aber so viel Kerzen möchte ich jetzt nicht. Das reicht, wenn hier ein bisschen zu leuchten ist und hier die Kerze nachher schön angestellt ist. Aber wir können immer noch mal so ein bisschen nachdrücken. Aber das hält in der Regel immer ganz, ganz gut. So, man braucht jetzt gar nicht viel für diese Deko. Ne, da gibt es wirklich nur so ein ganz paar Sachen. Man nimmt zum Beispiel jetzt so ein bisschen Curly Moos, was in weiß ist. Das legen wir da jetzt einfach ein bisschen bei. Ich habe noch so ein bisschen Graumoos, das kommt noch da rein. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen Graumoos. Einmal hier. Dann eine weiße Hortensienblüte. Die trocknen, jetzt ist die richtige Zeit, dass man sie schneidet. Jetzt trocknen die so richtig schön weg. Weil die meisten schneiden das immer viel zu früh und dann werden die leider schlapp, die Blüten. Aber jetzt ist eine gute Zeit und das merkt man auch, wenn man die mal fühlt. Also wenn ihr draußen bei euch an den Hortensien vorbeigeht, also ich bin ja immer so, ne, immer hin und her und fühle, wie weit die sind, damit sie dann geerntet werden können. So, was haben wir denn noch? Aber ein bisschen Herbstfeeling muss sein. Und da habe ich mir überlegt, man könnte jetzt diese kleinen Kürbisse hier noch mit reinsetzen. Geht so ein bisschen vom Farbton dann ab. Ich drehe das mal eben um. Wo ist denn mein Drehtablett, Britta? Das habe ich doch eigentlich irgendwo. Das müssen wir gleich nochmal unbedingt besorgen. Extra dafür angeschafft für solche Sachen. Ne? Und jetzt gehe ich hier schon wieder rum. So, man könnte natürlich diese kleinen Kürbisse nehmen. Die sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen bräunlich im Farbton. Würde gehen, auf jeden Fall. Aber wir wollen es heute ein bisschen modern gestalten. Dann nehmen wir nochmal diesen schönen silbernen Pilz. So. Und wenn man jetzt denkt, der kippelt so leicht hin und her, einen kleinen Klecks Heißkleber drunter machen. Hier würde ich jetzt nicht das Klebekit benutzen, weil das Tablett soll ja ein bisschen schöner bleiben. Der Heißkleber geht meistens immer wieder ganz gut ab. So, was haben wir hier noch? Hier ist nochmal was Weißes, Bonsaizweig in Weiß. Den legen wir hier nochmal so ein bisschen drauf. Ja, vielleicht verhakelt sich das auch so ein bisschen. Und hier nochmal so ein paar Reste. Ihr seht ja, wir haben jetzt ja fast kein Material gebraucht. Hier die Fäden vom Heißkleber. Jetzt schaue ich nochmal, ob mir das gefällt, wenn wir jetzt noch so ein bisschen grünes Moos da reinsetzen. Ja, tatsächlich, das gefällt mir. Das sieht gut aus, oder? Man muss das immer ausprobieren. Ne? Also manchmal dann denkt man, nee, will ich nicht. Man muss das wirklich ausprobieren. Schaut mal, und wenn man dann das auch noch benutzt, so ein bisschen Moos und das noch so ein bisschen überall noch so ein bisschen mit reinstopft, dann sitzt das andere auch so richtig schön fest. Aber die Britta, die war vorhin noch am Gange und hat mir ein paar kleine Pilze eingefärbt. Schaut mal, es sollten Fliegenpilze werden, in weiß mit schwarzen Punkten gibt es nicht Fantasiepilze. Sie meint, das hätte noch ganz schön ausgesehen und das sieht auch noch schön aus. Und das machen wir da jetzt auch noch rein. Das sind eigentlich diese roten Pilze. Ihr kennt die weiß-rot mit den weißen Punkten drauf. Und die haben wir ein bisschen eingesprüht. Und das Tolle ist jetzt wirklich, diese schwarzen Flecken, die waren mir vorhin einfach zu mächtig. Und da habe ich gesagt, da sprühen wir noch mal ein bisschen weiß drüber. Und jetzt kommen die gerade so ein bisschen durch. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Und die machen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen in unterschiedlichen Höhen. Mann, sieht das klasse aus oder sieht das klasse aus? Also ich finde das richtig schick, modern und wir gehen doch mit der Zeit. Aber jetzt zeige ich euch noch die schöne naturhafte Deko. Die sieht auch klasse aus. Drehtablett ist wieder aufgetaucht. Wir haben da auch extra jetzt noch so eine kleine andersfarbige Matte drunter gelegt, damit das richtig schön ausschaut. Und ein Kerzchen kommt noch rein. So, die Flamme braucht meistens immer so ein bisschen, bis sie richtig hoch rauskommt. Und wir drehen das Ganze mal. Aber Britta meinte, ich sollte noch ein paar weiße Zapfen mit reinlegen. Ja, und vielleicht noch mal so einen kleinen Dutt Heide. Das packe ich jetzt hier vorne rein. Ich drehe gleich weiter, Britta.
So, so. Und jetzt finde ich, ist es einfach perfekt, wunderschön, wunderschöner, edler Herbst, würde ich sagen. Aber ich habe ja auch noch eine zweite Variation für euch vorbereitet. So, das muss man hin und wieder nochmal wieder ein bisschen gerade drücken, die Kerze. Also ich muss ein bisschen mehr Kleber drunter packen, dann sitzt sie wirklich perfekt gerade. So, schaut mal, die zweite Variation, natürlich, ja, so richtig wie aus der Natur mit den Mooskugeln. Und hier habe ich die Mooskugeln so ein bisschen mit Stacheldraht und Heide umwickelt. Hier oben so ein Tuff Hortensie, da die Kerzenhalter mit rein, Spitzkerzenhalter. Hier Lampignons, ein kleiner süßer Igel, so ein bisschen Naturmaterialien. Hier oben nochmal eine kleine Schleife drumherum mit Zapfen dran geklebt. Also da könnt ihr euch wirklich ausprobieren. Da kann man wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Habe hier auch so ein bisschen drauf geachtet, dass die Kerzen so ein bisschen in unterschiedlichen Höhen drauf sind. Habe die ein bisschen abgeschnitten, ne? Einfach so abgeschnitten. Hier der Pilz, schön groß, ne? Damit das auch richtig eine schöne Herbstgestaltung ist. Und jetzt schaut mal. Tata, Licht, ist das nicht wunderschön? Na, da kann der Herbst kommen und ihr entscheidet, was euch am besten gefällt oder was bei euch am besten in die Wohnung passt. Also gefallen tun mir ganz, ganz viele Sachen, aber es soll ja auch passen. Und vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere Herzfigur, ein bisschen Deko, was ihr so ein bisschen mit kombinieren könnt. Schaut doch einfach mal. So, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und schickt mir Fotos, da freue ich mich immer total drüber. Ich finde das so klasse, was ihr manchmal für richtig tolle Ideen habt. Und hin und wieder denke ich mir, das hätte dir auch wohl einfallen können. Also in diesem Sinne, viel, viel, viel Spaß nochmal. Bis bald, bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Eure Anne Hilde und Britta. Tschüss. Tschüss.